Hallo und willkommen zum vorletzten Ligaspiel von Runde 2. Diesmal Batman vs. Schäfi. Wie immer blende ich mal hier die Tabelle nochmal ein. In der letzten Runde hat ja... Augenblick, jetzt muss ich selber gucken. Hat ja Ghost gegen The Dark gewonnen, weshalb ja der liebe Ghost sich auf den Platz 2 gemeinsam mit dem Clever geschoben hat. Alle beide 6 Punkte. Ich selbst krebs so ein bisschen in der Mitte rum. Das ist okay, bin zufrieden damit. So, aber ja, hören wir auf zu quatschen, gehen direkt ins Ligaspiel und schauen uns das an. Batman vs. Schäfi. Okay, bei mir auf der Uhr sind es 50 Sekunden. Dann gucken wir mal, wer hier die Nase vorn hat. Schäfi und auch Batman haben beide ihr erstes Match verloren. Mindestens einer von den beiden wird aber heute einen Punkt kassieren. So. Und auch mindestens einen Punkt. Hier wird schon geguckt nach Batmans Punkt, hat aber nicht ganz getroffen, der liebe Schäfi. Allerdings hat er zumindest angeschnitten und kann sehen, ja, was hier ist. Der Nachteil bei der Geschichte ist natürlich auch immer, sieht er jetzt auch so, dass Batman sieht, was er hat. Aber auch jetzt ist Schäfi informiert, wen er als Gegner hat. Nämlich Mordor, die einzigen mit Auge. So. Schäfi baut in der Zwischenzeit, er hat 2 Gehöfte und baut natürlich die Kaserne auf, während der Batman hier oben ein Schlachthaus stehen hat und tatsächlich bereits die Ohrgrube als zweites stehen hatte. Also ein leicht unterschiedlicher Start. Der eine macht einen Rohstoffwert, direkt ein Sägewerk am Anfang. Die Dinger sind relativ teuer, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber gut, man wird sehen. Ich habe mal wieder nicht die Karte geguckt. Ich bin so ein Vollprofi. Ich vergesse immer vor Dingens einblenden die Karte. Also wenn ihr das nächste Mal gucken wollt, schaut es euch mal an. Aber das sieht hier aus wie da wo die Heerschau war. Der Sammelplatz von Rohan. So vom Weiten. Ne? Sind noch ein paar Plätzchen, ein paar Leutchen, ein paar Zelte. Ja, würde ich so meinen. Also das wird hier vor Rohan, da wo die Heerschau gemacht wurde. Hier ist auch der Weg nach oben. Ja, kommt hin. Gut. Ein paar Schauplätze kenne ich. So, der liebe Batman hat sich hier schon ein paar Orks an die Seite gestellt, während Schäfi schon nach vorn rennt. Mit ein paar Soldaten. Orks sind natürlich relativ billig. Und relativ nutzlos. Deswegen gibt es hier auch schon nicht nur Orks, sondern auch gleich noch ein paar Bogenschützen hinterher. Ja, das kann durchaus, wenn man in der Defensive ist, vielleicht gar nicht mal die dumme Strategie sein, einfach mal beides gleich am Start zu haben, weil so kriegt man die hier auch im Notfall mal platt. Wenn man selber nicht quasi direkt raiden will. So. Mittlerweile hat er gesehen, dass der liebe Schäfi schon da ist. Kommt jetzt von hinten mehr oder minder. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, der Haradrim-Palast mit den ersten Speerträgern ist auch schon da. Und Schäfi hat sich's anders überlegt. Geht jetzt. Entweder, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er versucht sich hier die Einheit zu retten, was aber natürlich keinen Sinn macht. Ich würde aber die Einheit tatsächlich lieber ein bisschen mehr zurückziehen und versuchen, die hier noch ein bisschen rauszulocken, um mit denen da hinten den Angriff zu wagen. Aber wie gesagt, als Zuschauer ist man immer schlauer. Insofern, es läuft, wie es läuft. So. Nichtsdestotrotz, zumindest teilweise hat es geklappt. Er hat allerdings zwei Soldatenbataillone opfern müssen und hat selber auch gar keine mehr. Da arbeitet er hoffentlich dran. Ja, genau. Nicht, dass er selbst schutzlos dasteht. Schäfi hat den nächsten Bogenschützen am Start. Um die sollte er sich kümmern. Um die sollte er sich definitiv kümmern, denn die Bogenschützen selbst sind einfach zu stark, wenn sie richtig schießen können. Okay, jetzt wird's eng. Für die Einheit hier. Ne? Mit Sauron
Noch ein zusätzliches paar Pfeilchen. Da kommen nochmal Pfeilchen. Ein Gebäude hat er verloren. Allerdings sieht es so aus, als würde das dem Schiffi auch gleich so gehen. Bis jetzt ein Kampf auf Augenhöhe. Auch wenn, und das muss man auch dazu sagen, der Clever wollte ich schon sagen, der Batman hier mit mehr Einheiten am Start ist. Und das hier ist jetzt, naja, das ist eigentlich nur ein Füttern von den Einheiten. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. Das sollte er jetzt lassen. Mal gucken, ob er die Pferdchen gut einsetzt und auch wirklich, jawohl, während vorhin die Lanzenträger wegrennen und schon da ein Ziel bekommen haben, hat er die gefährlichsten Gegner jetzt momentan ausgeschaltet. Das ist eine gute Sache gewesen. Keine schlechte Idee. Aber solche Lanzenträger hier, beziehungsweise solche Reiter hier, solche Gondorritter, sind natürlich auch relativ teuer, ne? Muss man auch sagen. So, natürlich versucht er hier jetzt mit den Speerträgern zurückzurennen. Was nur so semi funktioniert. Allerdings, er hat hier oben schon ein paar mehr. Er weiß ja, dass es gegen Menschlein geht und dass man da potenziell auch mal gegen den einen oder anderen Ritter antritt. Ja, ist fast naheliegend. Gut. Der untere Teil gehört dem Schäfi wieder. Baut er denn da weiter? Hier baut er aus, genau. Ich sehe nicht alles auf der Karte, wenn nicht alles da ist. Ah, guck mal an, hier hinten hat er auch schon weitere Gebäude hingezimmert. Das heißt, ganz ohne ist er nicht. Allerdings, die Einheitenüberzahl hat derzeit immer noch, so, immer noch der Schäfi unten. Ah, wie gesagt, teure Einheiten und gegen Lanzenträger doch echt, echt schwierig einzusetzen. Sobald er einmal welche hat, ist es immer ein bisschen schwer. Gerade auf kleineren Karten ist es natürlich ein bisschen ungünstig. Man weiß natürlich nicht, welche Leutchen man am Ende hat. Also sprich, die Rassen- und Volkswahl ist ja immer zufällig. Und logischerweise weiß man nicht, wen man dann am Ende erwischt. Und da ist es dann halt ein bisschen, naja, schwierig mit Reitern auf schmalem Grund zu reagieren. Ob es dann die richtige Strategie war, stattdessen auf die zu setzen, anstatt auf Bogenschützen, das muss noch entschieden werden. So. Dadurch, dass er hier hinten, naja, okay, das lief nicht so gut für ihn. Allerdings hat er jetzt mittlerweile hier hinten ohne dass Batman viele Einheiten zurückgesetzt hat oder zurückhalten konnte, hat er da viel stehen. Allerdings muss man dazu sagen, ne, hier, man sieht's, der Batman ist bei Schäfi in der Base gelandet. Die ein bisschen was erwischt. Dummerweise nicht die Speerträger, wo er jetzt gerade wieder reinrennt mit den Pferdchen. Nicht so günstig, aber okay. So. Man muss halt dazu sagen, das sind natürlich alles Orks, ne? Die Orks sind jetzt nicht wirklich sonderlich viel wert und wirklich wertvoll. Wen haben wir hier stehen? Einen einzelnen Ork. Okay. Die Pferde, die waren schon wertvoller und auch viele andere Einheiten sind es deutlich, deutlich wertvoller. Hier hinten, die vergisst er scheinbar ein bisschen. Aha, und jetzt wird's kritisch, muss ich tatsächlich sagen. Ist natürlich logisch, dass er jetzt erstmal großteilig auf die Ritter geht, weil er bis jetzt noch keinen Ork gesehen hat. Kann er den schon wieder einsetzen? Boah, hat der aber wenig Cooldown. Der ging doch gerade erst. Und ich meine mich zu erinnern, dass der auch auf Dingens ging. Ja. Oder hat er Menschenwald? Sehe ich seine Einheiten nicht? Seine Pfeilhagel? Wir kämpfen für den Ruhm Gondors. Normalerweise müsste er ja die Pfeilhagelfähigkeit haben, weil er den ja auch eingesetzt hat. Kann natürlich auch sein, dass es irgendwas anderes war und ich mich dementsprechend, naja, irre. Oder dass irgend... Oder hat er hier von... Das kann natürlich sein. Die haben ja auch einen... Ja genau, er hat den Fernschuss von den Düsterwald-Bogenschützen eingesetzt.
der ja auch funktioniert. Ja, da muss ich dran denken. Das ist eine gute Idee. Eine coole Strategie, um da ein bisschen was zu bewirken. So, ohne Witz. So. So, okay. Den Troll hat er weg. Also er konnte den Angriff nochmal zurückschlagen, ist aber trotzdem arg im Hintertreffen. Zumal, wie gesagt, hier immer noch Zeug steht, ne? Es ist nicht so, dass hier auf einmal Ruhe ist. So, jetzt kommen paar Hobbits. Allerdings kommt auch direkt der nächste Troll. Aber mittlerweile hat er ja ein paar Lanzenträger am Start. Das heißt, das könnte durchaus wieder gehen. Die Düsterwaldbogenschützen, die ja nicht schlecht sind, sorgen mittlerweile dafür, dass die stark gefiederten Ork-Einheiten ein bisschen hinterher hängen. Und der Menschenwald, der sorgt dafür, dass Schäfi auch so langsam wieder den Angriff zurückschlagen kann. Und naja, die Oberhand möchte ich noch nicht sagen. Hat aber zumindest weit genug hinten dran ist, um noch mithalten zu können. So. Da war wieder ein Fernschuss. Schäfi macht das echt clever, muss man echt sagen. Ne? Das ist hier die Fernschussfähigkeit. Muss ich mir merken, die muss ich auch öfters einsetzen, Junge. Black, merkt ihr das? So, jetzt weißt es. So, mittlerweile, wen haben wir hier? Achso, die stehen alle auf dem Haufen. Ich dachte, was sind das hier? Eine Feuerwerksfähigkeit. Die Hobbits rennen natürlich hinterher. Sind ein bisschen Futter, aber ja gut, bevor sie gar nichts mehr machen. Mal da. Mittlerweile sammelt sich eine Armee. Kriegt da auch nochmal Nachschub von hier. Noch nicht. Aber wie gesagt, noch ist er auch ein bisschen im Hintertreffen. Das ist ein Mauerknoten. Ich dachte, er richtet hier einen Baum, wollte ich sagen, ein Dingens. Aber gegebenenfalls will er sich ein bisschen einigeln. Und spielt auf das Unentschieden direkt. Das kann natürlich sein. So, das ist jetzt ein normaler Pfeilhagel. Ja. So, Boromir hier unten am Start. Hat selber schon einen Helden, ich sehe keinen. Andererseits... Ich finde die Orke-Helden jetzt auch nicht so besonders. Kankra, wobei höchstens Drogov. Allerdings, der ist dann gegen Bogenschützen wieder, ne, viel zu anfällig. Also ich finde die Helden nicht so die besten. So. Vielleicht sieht es bei dem lieben Batman genauso aus. Ich kann ja nicht sehen, ob er welche rekrutiert oder nicht. Aber mittlerweile, man sieht es, ist der Schäfi. Zumindest so weit voran, dass er einerseits das Gebäude sich holen kann. Steht hier hinten noch was? Nee, da hat er ja eh schon alles eingenommen. Die Creeps an den Seiten, naja, sind zu vernachlässigen, sagen wir es mal so. Gut, er hat ein Leuchtfeuer. Das bringt auf jeden Fall Licht weiter, brauchen wir nicht drüber reden. Während der Batman erstmal aufs Creepen konzentriert. Aber man sieht schon, ne? Natürlich, die Dinger sind ziemlich viele und brauchen für so einen blöden Warg eine halbe Ewigkeit. Die Ork-Bogenschützen sind jetzt nicht das, die hellste Kerze auf der Torte, muss man so sagen. So. Ich sehe gerade seine Baumeister nicht, aber irgendwo klimpert's. Nein, hier wird nur repariert. Wo hast du deine Baumeister, Schäfi? Das ist nicht Schäfi, das ist Schäfi. Da steht einer. Wir schützen ihn. Und ansonsten steht alles. Das ist vielleicht nicht immer gut. Ein Katapult allerdings, das habe ich durchaus vernommen. Hier unten, da ist auch der andere. Okay. Gut, Schäfi versucht jetzt weiter mit Katapulten. Das ist keine dumme Idee. Allerdings, wie man sieht... hat der Batman schon ein paar Kampftrolle am Start. Und ja, wir wissen ja alle, Kampftrolle machen Aua. Ja, na gucken wir mal, wie das hier enden wird.
Ja. Das Gute, die Kampftrolle rennen direkt in die Speerkämpfer rein. Insofern gar nicht mal so schlecht. So, da hinten wieder so ein Fernschuss drauf. Macht er echt gut. Muss man ihm lassen. Während er hier unten ja schon einen Troll zur Seite geschickt hat. Der nächste Kampftroll ist am Start. Allerdings kriegen jetzt die Bogenschütze von hinten eins auf den Deckel. Und auch seine Speerkämpfer hat es erwischt. Na gut, dieser Angriff ist zurückgeschlagen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass schon wieder nicht so viel steht, Schäfi vergisst die Nachproduktion, wie es aussieht, ist das kritisch zu sehen. So, hier kommt ein Nachschub, da kommt keiner. Ah, das bisschen, was noch da ist, versucht sich jetzt ein bisschen zurückzuziehen. Hat natürlich auch einen gewissen Nachteil wegen Höhenvorteil und hast du nicht gesehen. So, jetzt opfert er sein Katapult, um alles andere zurückzuziehen. Das sieht fast so aus. So, hier kommt schon das erste wieder an. So. Ah, man sieht schon, Speerkämpfer werden zwar jetzt gecastet wie nichts Gutes. Jetzt gerade nicht mehr, aber ja. Okay. Jetzt wird's doof. Kommt noch ein Ork hinzu, Lindwurm hinzu. So. Boromir muss vorne scheinbar so halbwegs die Stellung halten, funktioniert aber nicht so richtig. Ja. Und wie es aussieht, könnte das durchaus gut für Batman aussehen. Der hat jetzt auf jeden Fall die Kartenüberlegenheit. Er hat die stärkeren Einheiten. Denn die Kampftrolle, wie gesagt, wenn sie einmal da sind, kann sie nur einen Lindwurm umhauen, in Anführungsstrichen. Ja. Wir sind bei 17 Minuten. Das heißt, Schiffi müssen noch eine ganze Weile durchhalten, um hier einen Unentschieden hinzubekommen. Wen hat er hier? Boromir. Ja, Eomer, nicht Boromir. Allerdings, ja, der wird einfach abgefackelt und fertig ist. So, ein paar Orks sind auch wieder da. Ja, Trommler-Troll, der noch gleich ein bisschen Führerschaft gibt. Boromir fliegt durch die Gegend. Ja, da war glücklicherweise wahrscheinlich nicht ganz in Reichweite, als er die Fähigkeit vom Trommler getötet hat. Ja. Okay, den einen Kampftroll hat er weg. Das nützt natürlich herzlich wenig, da er jetzt momentan nicht viel Nachschub hat. Und wie gesagt, er kann jetzt den Fernschuss nehmen, so viel er will. Okay, hier unten kommt noch was. Aber es sieht eng aus. Ja, obwohl, den Kampftroll kriegt er. Den Kampftroll kriegt er. Und hier unten kommen dann halt auch schon wieder Düsterwald Bogenschützen. Während ein bisschen mit den Dingern aufgeräumt wird. Aber, ja, ich sag's schon, aber der nächste Kampftroll wird nicht lange auf sich warten. Batman produziert ja nun auch nach. Ja. Und so überlegen ist er hier momentan einfach nicht, dass er sagen kann, jo, okay, ich hau hier jetzt einfach eins nach dem anderen raus und so. Das passt nicht. Den Kampfball hat er aber glücklicherweise scheinbar weggekriegt. Der Pfeilhagel hat nicht funktioniert. So, mit dem Katapult versucht er hinten das, den Spawn wegzuhauen. Und wenn er jetzt nicht hier langsam, ja, da kommt Nachschub, sieht es da schon wieder übel aus, weil ja, ein Kampftroll wieder mal unterwegs ist. Gut, Schiffi versucht sich ein bisschen zurückzuziehen, um der Hoffnung da ranzukommen. Produziert er hier nach? Nee, doch. Aber nur bedingt. So, er braucht natürlich Bogenschützen, um gegen diese Bogenschützen anzukommen. Und momentan sieht es so aus, er braucht halt wirklich Speerträger. Und zwar in Massen. En masse. Ich nehme an, dass er einfach der Batman gar nicht sieht, dass er die einfach hier wild runterschickt und gar nicht gesehen hat. Jo, da unten hat er noch eine Produktion stehen. So. Okay.
Ah, wieder daneben gesetzt. In der Hitze des Gefechts klappt das nicht mehr so gut wie am Anfang. Ja, den Troll hat er wieder. Okay, steht denn eigentlich von den Typen noch was? Boromir ist da oder wieder da. Ich habe aber nicht gesehen, ob er gestorben ist. Insofern, ja. Aber er steht so schön vorm Tor. Ich glaube, der ist gestorben und einfach gerade wieder aufgetaucht. Ja. Im Moment sieht so aus, als könnte Schäfi die Oberhand wieder gewinnen, auch wenn der Batman Welle um Welle schickt. Aber ich glaube, das hat er gerade selber erkannt und nimmt zumindest seinen Kampftroll erstmal zurück, damit er nicht totes Fleisch ist, in Anführungsstrichen. So. Während die sich hier hinten in aller Ruhe mit den Wagen beschäftigen, was natürlich auch nicht schlecht ist für den Schäfi. Der allerdings. Na, hier kommt was raus. Hier nicht. Der allerdings natürlich nachproduzieren muss. Schon allein in der Hinsicht und auf der Grund der Tatsache. Oh, jetzt macht Schäfi dasselbe in die Waage rein. Okay. Mittlerweile hat Batman aber auch gesehen, dass hier hinten Spaß ist. Ein bisschen ungünstig, dass ich da die Düsterwaldbogenschützen mit den Kampftrollen anlegen müssen, aber mit den Wagen anlegen müssen. Hat er mittlerweile auch mitgekriegt. Weiß nicht, ob er hier hinten. Er produziert noch. Na gut, er hat jetzt nicht so viele Einheiten dastehen. Das könnte also noch durchaus werden, dass er die Gebäude mehr oder minder retten kann. Ob und wie gut, das wird sich zeigen. So. Er kann auch Feuerpfeile holen. Was auch schon mal nicht schlecht ist. Gut ist, er zieht ja wirklich die Sachen raus. Also im Micromanagement kann er ein bisschen was. Da vergisst man halt gerne das Nachproduzieren. So, hier kommen schon die ersten Feuerpfeile, fallen aber auch direkt um. So, da hinten ist noch ein Kampftroll. In der Zwischenzeit haben sich die vielleicht wieder ein bisschen erholt. Ja. So, hier der Elben, der Menschenwald. Okay, das war, den Kampftroll geopfert. Während hier hinten, ja, die immer noch beschäftigt sind. Aber scheinbar, nicht beschäftigt genug. So, oh, Reiter von Rohan habe ich gehört. Ja, ein paar Rohirrim an der rechten Stelle können durchaus das Blatt wenden. Spannend, muss ich echt sagen. Im Moment wüsste ich nicht, wen ich jetzt hier das Rennen machen lasse. Sehr schlau gemacht, gerade den Trollkäfig wegzuhauen, der immer für die Kampftrolle gesorgt hat. Das ist ebenfalls schlau, gerade wenn er hier mit Reitern antritt. Wer trödelt? Ein Olifant. Ist bekannt, ein Olifant. So. Gegen die Festung, ich würde erstmal gerade, weil er ja hier viele Spieße hat, die vielleicht gegen den Olifanten schicken, hat er noch irgendwo seine Bogenschützen rumstehen? Ja, nicht mehr viele. Denn die sind ja bekanntermaßen gut gegen Olifanten, vor allem wenn sie Feuerpfeile haben. Mit ein bisschen Glück rennt sogar. Mit ein bisschen Glück rennt der Olifant nicht ins Feuer vom Ork. Das hätte durchaus auch nett enden können für den. Aber hier hinten wird wohl bis auf Dauer der einzige Olifant bleiben. Ein bisschen Feuer hat er abbekommen. Interessant ist natürlich, dass er jetzt großteilig seine eigenen Einheiten platt gemacht hat. Okay, das Ding steht noch, aber ein Olifant ist am Start. Während tatsächlich hier wieder ein Rückzug ist und Schäfi hat wieder mal nicht richtig nachproduziert. Es kommt alles zu spät. Das muss man so sagen. Das ist zu spät. So, hier schlachtet er sich immer noch durch die Gegend. Und mal gucken, ob er das Teil jetzt noch retten kann.
Ah, es könnte ein Unentschieden werden. Muss ich echt sagen. Wir sind noch bei 5 Minuten und tatsächlich sehe ich noch nicht den Sieg bei irgendeinem von beiden. So. Die ziehen sich jetzt aus irgendeinem Grund zurück. Ah, das war ein Fehler, die da drauf zu hetzen. Hätte einfach ungestört weitermachen können. Okay, jetzt wird's lustig, denn während Batman auf der einen Seite runterkommt, aber das hat er gerade gemerkt, okay. Nee, hat er nicht gemerkt. Er zieht jetzt erst vor. Dürfte aber er gleich merken, weil wenn hier der Olifant kommt und er nichts in der Festung stehen hat, wäre das doof. So. So, da. Okay, gucken wir mal. Man kann ja beides machen. Allerdings, wie gesagt, allein mit einem Olifanten hier an der Gegend zu stehen, gefährlich, gefährlich. Und man muss dazu sagen, hier läuft momentan nichts viel an Produktion. Hier muss auch erstmal wieder aufgebaut werden. Er sollte nicht alle hochnehmen. Ein massiver Angriff, ja, klar. Ich verstehe den Hintergrund. Aber macht der Sinn? Macht der Sinn, wenn hier unten ebenfalls ein massiver Angriff reinkommt? Klar, die Orks kriegt er vielleicht mit dem Fernschuss weg, wenn er gut zielt. Die hat er ja noch hier, die ganzen Einheiten. So. Aber, naja, wobei, er hat hier dafür die Bogen, oder die Katapulte, was ja auch nicht schlecht ist. Das war ein Dingensangriff, der ging mehr oder minder in die Hose. So. Na gut, er hat unten noch Produktion, ne? Er ist noch am Start. Also es ist nicht so, dass alles tot ist. Und momentan sieht es auch so aus, als könnte er hier oben die Oberhand gewinnen. Ah, die Festung wird fallen. Das ist fast klar. Ja, er verteidigt ja auch gut. Ein paar Hobbits wieder sind auch wieder am Start. Okay. Hätte ich nicht erwartet, muss ich echt sagen, dass er, dass Batman das schafft, so weit runterzukommen. Oh, das Schiffi es nochmal schafft, das Match zu drehen. Das sah echt anders aus. Okay, gegen Olifant mit Feuerpfeile. Man sieht, wie extrem empfindlich die da sind. Da rennt zwar nochmal durch, aber das macht jetzt noch nicht mehr viel aus. Ich weiß nicht, wo Schiffi oder ob Schiffi, ob Batman irgendwo selbst noch ein paar Produktionseinheiten... Oh. Hat er. Alles klar. Das heißt, die Messe ist noch nicht gelesen. Wir sind bei 28 Minuten. Es sind noch genau, also nicht genau, 50 Sekunden waren wir vorher. Das heißt, es sind noch etwas über 3 Minuten oder etwas unter 3 Minuten. Dann wird dieses Match als unentschieden gewertet. Vielleicht noch mit Bonuspunkt. Aber auf jeden Fall einen Punkt könnte er sich vielleicht noch abholen. Vielleicht. So. Heißt natürlich jetzt, Ball flach halten und gucken, dass er irgendwie mit seinen Baumeistern durch die Gegend kommt. Hat Clever noch irgendwo Baumeister rumstehen? Nee, sieht nicht so aus. Gut, es ist natürlich auch, und das muss man sagen, clever sage ich, Batman, es ist auch sehr interessant gewählt, weil der Trollkäfig hier an der Seite steht, wo er eigentlich durchgerannt ist, der Schäfi. Deswegen würde ich natürlich auch hier hinten gucken, ob hier irgendwas ist, weil da auf der anderen Seite bin ich vorbeigerannt, da habe ich ja nichts gesehen. Also er muss auf jeden Fall vor allem die Katapulte ausschalten. So, Armee der Toten hat aber mittlerweile, sehe ich gerade, der Schäfi auch. Das heißt, das wird wahrscheinlich gleich mal auf die Trolle geknallt. Jawohl, das hatte ich mir gedacht. Und dadurch, dass er wusste, wo die herkommen, ja, sieht es auch schlecht aus, muss ich sagen. Sehr, sehr schlecht. Fürs Unentschieden, meine ich. Nach einer Minute.
Noch könnte er Glück haben. Und das Glück hat ihn verlassen. Oh Mann, das ist echt ein Herzschlagfinale. Wenn der Clever nicht irgendwo noch irgendwas rumgerucken hat, dann sieht das jetzt so aus, als wäre es das gewesen. Warum zieht er sich jetzt zurück? Ich weiß nicht, ob das geplant war, der Rückzug. Der Troll liegt. Oh Mann. 45 Sekunden. Ich muss hier dann wahrscheinlich die Sekunden zählen. Nein, muss ich nicht. Guckt mal einer an hier. Okay. Batman hat sich damit auf jeden Fall das Unentschieden verdient. Ein verdienter Punkt, ob Schäfi es schafft, den nächsten Punkt sich zu ergattern. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ein verdienter Punkt, muss man nicht sagen. Hätte ich am Anfang nicht gedacht und vor allem habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass hier unten noch was rumguckt. Im Hintergrund, die Leute müssen natürlich auch durch. Gewinnen wird schwierig für Batman. Allerdings, wie gesagt, den Punkt, den er sich habe, holen kann, den hat er schon. Er wird auch ganz nett verfolgt jetzt von Tom Bombadil. Vielleicht schafft er es ja noch, den Punkt von dem... Nee, schafft er nicht, weil hier unten ist zu sehen, dass da Orks sind. Okay, damit hat sich die Sache erledigt. Den zweiten Punkt von Schäfi wegzuklauen, schafft er nicht. Schäfi schafft es in der Verlängerung definitiv oder zu 99,3% dieses Match zu gewinnen. Das heißt, er bekommt einen extra Punkt. Zwei Punkte für Schäfi und einer auf jeden Fall auch für Batman. Verdient. So. Ein echt spannendes Match. Muss ich wirklich sagen, das war sowas von unerwartet. Ich hätte ehrlich gesagt die ganze Zeit am Anfang, aber gut, das kann auch immer täuschen, ne? Die Orks sind massiv, Massenzahlen da, aber die sind halt verdammt schwach und vielleicht täuscht das immer. Allerdings, wie gesagt, auch schon die Kampftrolle schon am Start gehabt. Normalerweise ist da schon viel erledigt damit, aber Schäfi konnte es nochmal drehen. Herzlichen Glückwunsch an Schäfi. Es war ein echt spannendes Match. Schäfi, wie gesagt, 2 Punkte. Ihr seht die Tabelle jetzt eingeblendet. Und der liebe Batman, der bekommt 1. So. Ja. Bleibt auf jeden Fall spannend. Es werden immer unterschiedlichere Ergebnisse, das soll es ja auch sein. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Match wieder ein. Das war das vorletzte Match von Runde 2. Es müsste jetzt noch eins kommen, was von Schäfi selbst moderiert wird. Und ja, gucken wir mal, wie er, wie sich da die entsprechenden Leute schlagen. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bis denne. Tschüss.